Wie es geht, ich hab's noch nie gemacht. Ich muss das, glaube ich, irgendwann mal testen. In Lava reinspringen, brennen und dann neben mir Wasser oder so machen. Ja, neben dir eine Wand oder sonst was. Ja. Über mir, wie so eine Dusche. Ich merke gerade, ich bin rausgekommen. Enderman ist weg. Jetzt könnte ich versuchen, mich hier zu verpipien. Creeper ist da hier. Ich sehe deinen Namen, Keule. Echt? Ja. Ich deinen nicht. Zwischen uns ist aber ein Creeper. Den muss ich kurz auf Fresse hauen. Ah, jetzt. Ey, komm, hol mich hier raus, bitte. Mach den Creeper da tot. Oder soll er dich halt wegfetzen? Kennst du den Weg hier nach Hause? Nö. Wabbel doch kein Scheiß. Ich bin einfach irgendwo runter. Ich will nach Hause, guck mal, wie der ausgerüstet ist. Mein Inventar ist voll, ich will nach Hause, mach was. Warte mal. Ja, irgendwann, das war ich nicht, gell? Irgendwann müssen wir alle Mobspawner kaputt machen. Dann haben wir keine Feinde mehr. Nach meinen Berechnungen nach. Die spawnen trotzdem. Was bringen dann diese Mobspawner? Ja, nachts spawnen die ja draußen alle. Hm. Und dann ist eigentlich die Mobspawner egal, glaube ich. Und es gibt ja zehntausende Mobspawner. Oh, jetzt dachte ich hätte meinen Ausgang gefunden, aber es ist es, glaube ich, nicht. Bist du denn schon wieder? Sackgasse. Oh, ich werd bekloppt in der Höhle. Ich werd bekloppt. Oh, ich will jetzt endlich, dass es Zeit zu gehen. Komm, wo bist du denn überhaupt? Ich weiß nicht, ich hatte gerade gefuttert und dann warst du weg. Ja, also ich bin jetzt da, wo wir unten Lava zugebaut haben. Ich bin bei Obsidian gerade irgendwo. Ja, komm, erzähl, wie geht's denn nach Hause? Hinten ist wieder ein Enderfotze. Ich denke mal, hier die Stelle lässt sich doch leicht finden. Hier könnte ich ja die Truhe hinbauen mit meinen Sachen drin, oder? Musst du wissen. Ich mach das Wertvollste rein. Eisen, 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 Diamant, Redstone. Das ist ja noch sehr, sehr wichtig. Das war's eigentlich. Meine Spitzhacke. Die nehme ich ja mit. Okay, die tue ich auch rein, Spitzhacke. Ach, da bist du. So, hier ist denn die Truhe. Weißt du echt nicht, wie es nach Hause geht? Nicht direkt. Diamant. Wo? Hast du mich verarscht, gell? Nö, hier ist wirklich. Wo denn? Keine Ahnung, wo ich jetzt hier hin bin, irgendwo runtergesprungen. Kack, nur wie viel? Warte, mindestens, ja, 4 Stück. Ich will auch. Kannst 2 haben, wenn du willst. Sauber. So, ich baue doch die Kiste ab und so. Ich hab das Gefühl, wir schaffen es noch raus. Komm, wir halten zusammen. Ich sehe deinen Namen irgendwo. Und warte, da ist noch Gold. Das war das, was ich vorhin gesehen habe, als ich nicht da dran kam. Ach. Hast du Hunger oder was? Nein. Schieß dich so eine Fotze ab. Mhm. Hier ist wieder alles dunkel, hier waren wir noch nicht. Hast du schon eingesammelt oder was? Ja. Können wir ja alles teilen. Ey, komm, jetzt zeigst du mir nach Hause gehen. Auf geht's. Zeig, wo geht's lang? Ich weiß auf jeden Fall, dass die X-Koordinate irgendwie 600 oder so war. Also die ungefähre Richtung. Du hast so einen Kompass hier. Ich habe hier einen Kompass von dir. Ja, dann guck doch. Ich weiß nicht, wie das Ding funktioniert. Da, wo der Faden hin zeigt. Der rote. Ja. Hier. Da zeigt er. Das ist noch dein Kompass. Der sagt in die Richtung. Der lügt. Da waren wir nicht. Beziehungsweise, oh, verdammt. Wenn dann oben. Komm, wir müssen erstmal hoch versuchen hochzukommen und dann in die Richtung. Der lügt locker.
Der sagt ja, die richtige... zeigt ja nicht den Ausgang an. Ja, Penner. Hätten wir da einen Spawn machen müssen. Willst du dich einfach hochgraben? Ja, eigentlich wäre nicht schlecht, oder? Wäre doch cool, dann können wir da später Leitern bauen und runterkommen. Aber wie machen wir das am besten? Und ganz vorsichtig, gell? Dass da kein Lava ist. Boah, dunkel wird's auch noch. Schade, ich dachte schon Diamanten. Lapsis Luli. Toll, du sammelst ja eh jetzt alles ein, du Drecksack. Ganz langsam, gell? Wir sehen das nämlich noch nicht direkt mit den Tropfen, oder? Ich meine schon. Ich glaube, man muss erstmal so ein bisschen chillen und dann sieht man die ersten Tropfen. Guck mal immer auf die Koordinaten, wie lange wir noch brauchen, hoch zu können müssen. Wir sind bei 36. Was muss da sein? Weiß ich nicht. Sehr unterschiedlich. Vielleicht komme ich. Hier ist Erde auf jeden Fall. Ich komme hier an einem riesen Berg raus. Okay, langsam, langsam. Und Sand. Wasser! Da kannst du hier hochschwimmen, gell? Okay, hier brauche ich gar nichts mehr hinsetzen. Ich glaube, aber ich überlebe das nicht. Das geht richtig weit hoch noch. Komm schon. Scheiße. Jawohl, endlich. Ja, okay, Leitern setzen hat sich dann erledigt. Hui! Oh, Leute, wo wir rausgekommen sind, ey, leck mich am Arsch. In die Richtung. Oh, dann noch Regen, Alter. Guck mal, hier ist ein Tunneleingang. Da hätte ich gerne rausgekommen. Ey, das war brutal, wo wir rausgekommen sind. Anstatt Lava kommen wir direkt mal, kommen wir unter der... Ey, Hammer. Wasser kriegen wir da erstmal in die Fresse. Boah, wie brutal. Gleich müssen wir uns die Beute teilen, oder? Beziehungsweise deinen Diamant habe ich ja und so. Dann... Boah, warte, ich nehme trotzdem noch ein Schwert raus. Unterwegs kann viel passieren. Ey, was ne... Das war aufregend. Ich sehe von hier unserem Dorf... Ne, das NPC-Dorf sehe ich. Auf was hast du denn die Render-Distance? Extreme. Und da hast du ohne Leck oder ohne was? Ohne Leck, ja. Nur halt jetzt regnet es ein bisschen, der leckt es ein bisschen, denke ich. Ich habe bei mir Regen ausgeschaltet, da sehe ich nur noch unten die Tropfen ankommen. Ne, ich lasse es schon an. Ich freue mich auf meinen richtigen Computer und da wird es abgehen wie ein Zäpfchen, du. So, jetzt sehe ich schon die Arena. Ist gut mit der Arena, gell? Ich hätte ein Schiffchen mitnehmen müssen, ey. Boah, das war eine Aktion. Ich habe ganz ehrlich gedacht, wir kommen nie wieder raus. Oder spätestens beim Hochbauen, dass irgendwas passiert. Und dann, als wir im Wasser waren, dachte ich, jetzt ertrinken wir. Vor allem, als du schon so keine Kraft mehr hattest, beziehungsweise keine Luft mehr, habe ich schon gedacht, scheiße, wir sterben gleich. Ja, sonst werde ich immer noch runtergezogen dabei, wenn ich keine Luft mehr hatte. Ja, richtig, kenne ich. Keine Luft mehr und dann bist du noch runtergezogen, ey. Boah, du leckst gerade. Beim Reden? Hat aufgehört zu regnen. Du leckst gerade extrem bei Skype. Okay. Ja, jetzt geht's wieder. Cool, ich sehe einen Creeper. Hoffentlich fetzt du mich gleich nicht weg. Bleib in meiner Nähe. Weil wenn mich jetzt noch ein Creeper wegfetzt, dann sind alle Sachen unter Wasser. Hier sind nämlich 3, 4, 5 Creeper. Und einer verfolgt mich. Ich gehe mal kurz an Land, damit ich in die Fresse hauen kann. Hey, kurz vorm Ziel sind jetzt noch hier 100 Creeper, ey. Ey, in diese Höhle will ich jetzt erstmal eine Zeit lang nicht mehr gehen. Ich hoffe, das verstehst du. Dafür in die Hölle. Ich chill jetzt hier ein bisschen. Ich habe Angst vor Creeper. Boah, was war das für eine Aktion, ey. Sei ehrlich, das war brutal. Wir dachten echt, wir sterben. Ja. Ey, beim Rauskommen, ey, ohne Witz. Da läuft da Wasser rein. Ich hab erstmal gedacht, so, ja, ein kleiner Fluss. Ja, cool, da können wir ja hochschwimmen, aber nein. Das war ja tief unter der Erde, ey. Unter dem Ozean war das. Ey, 5 Creeper sehe ich gerade. Wenn die alle auf mich drauf rennen, sind wir tot.
Ey, da reitet ein Skelett auf einer Spinne. Und ballert mich dabei ab. Ah, hab ich da ein Pferd kaputt? Oh oh. Ey, ich sterbe gleich. Die schießen auf mich. Boah. Ey, doch kurz vorm Nachhause gehen, so ein Stress. Kann's nicht Tag werden? Helf mir doch mal. Ich wäre fast schon wieder gestorben. Ich hab grad Beef ohne Ende. Ich bin gleich tot. Ich muss, glaube ich, weit weg vom Wasser, dass es hier oben bleibt. Oh, wird doch mal Tag und fackelt mal alle ab. Ja! Creeper ist gestorben, hat die anderen Leute weggefetzt. Oh, das war nicht meine Absicht gerade, dass der Creeper stirbt. Also nicht, dass ich ihn töte, sondern dass er explodiert. Oh, meine Fresse. Das musst du echt später im Video sehen. Ich habe jetzt noch 2 Herzen und werde beschossen des Todes. Boah. Puh, unterm Baum. Ey, ich sehe schon das Haus. Ich sehe schon unser Dorf, aber ich komme hier nicht weg. Ich muss erstmal aufladen, ey. Ey, wie ich unsere Sachen verteidige, die wir gefunden haben, gell? 5 Creeper. Und ein Enderman, der haut mich gleich weg. Ey, in der Höhle ist nichts los, weißt du? Aber hier draußen ist Krieg ausgebrochen. Verstehe ich nicht, warum hier in der Höhle gar nichts los ist und hier draußen Party ist. Ich komme. Warum auch immer, aber hier liegt Schnee. Oh, ich sehe schon die Arena, gleich bin ich da. Gott, diese Spinnen gehen mir auch auf den Piss. Die attackieren des Grauens, gell? Die Giftspinnen sind schlimm. Giftspinnen? Gibt's doch normale Spinnen? Ja, es sind noch so kleine, die passen dann auch in normal einen Block Türen und sowas alles durch. Und machen halt Gift. Kenn ich gar nicht. Du, ich bin gleich in solchen Dungeons sind die auch oft. Okay. Jackson, was machst du bei der... Oh, geh mal nach Hause, Jackson. Alter, der chillt hier draußen, ist doch dunkel. Gerhard ist auch schon drin. Alle sind drin, der chillt draußen. Gute Josef. Alter, der Kompass zeigt mir voll Müll an. Ja, voll der Scheiß-Kompass. Ich schwöre, voll der Wichser. Aber zum Glück hat... Ich weiß gar nicht mehr, wohin. Ach, du weißt, ich bin schon zu Hause. Du Kacknub. Oh, ich kann nicht mehr. Das glaubst du mir aber, gell? Mhm. Ich hab gedacht, ich muss sterben. Sag einfach mal die Koordinaten vom Dorf. Wo muss ich gucken? X und Z. X ist 298 und Z ist 209. Gut. Chef, jetzt gehe ich in mein Schlafzimmer, kommt ein Creeper und haut mich weg. Jackson, erschreck mich doch nicht so. So, Leute. Also, wir haben heute gefunden. Gold, Eisen, 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 Eisen. Den Diamant lasse ich drauf, weil den gehört mir nicht. Lapislazuli, Lapislazuli. Redstone ohne Ende. 3 Schleimbälle. Und das war's. Mich mit. Der Rest kommt in die Küche. Und wenn ich mal nicht recorde, tue ich meine Kisten aufräumen. Ich glaube, das ist so langweilig. Ja. So. Eine Kuh. Ey, den ganzen Weg da habe ich keine einzige Kuh gefunden. Okay. Hm? Wir haben keine einzige Kuh gefunden. Nö, ich habe keine gesehen. Aber wie schön die Eisengolems mich beschützen.
Haben die dich beschützt? Ja. Echt? Tun die mal was? Mhm. Nee, im Ernst? Ja. Ich komme raus. Ich hab die so oft angespuckt. Skelette sind hier weggeflogen. Ich hab die so oft angespuckt und beleidigt, die tun mir nichts. Diesmal bist du doch Zeuge, dass sie was tun. Wo denn? Einen sehe ich hier. Samtex hat bei sich überall die Türen abgemacht, damit die bei uns einziehen endlich. Nee, ich sehe dich nicht. Wo bist du denn? Heaven? Hat gerade geleckt. Der Samtex hat zu Hause. Okay, der Samtex hat mit einem Schlag komplett Dschungel entfernt, ey. Vergessen, die Setzlinge einzupflanzen. Boah, wir haben drei Chiller hier bei uns. Ja, hier, ich muss noch deine Sachen geben. Warum habe ich keine leere Truhe hier? Hast du nicht gesagt, ich krieg noch zwei Diamanten? Hm. Kannst du haben. Dann gib mir einen, weil ich habe ja einen von dir. Hier hinter dir bin ich. Aber hier ist deine Diamantspitzhacke. Ist nur ein bisschen, hat nur ein paar Gebrauchsspuren und ein paar Kratzer. Dankeschön. Nächstes Mal, wenn wir runtergehen und ich finde auch was, dann kannst du auch haben. Ey, wie kann man eine Feuerroute haben? Craft. Was? Feuerroute, womit man Zaubertränke machen kann. Sowas gibt's? Ja, wie willst du sonst Zaubertränke machen? Also Geschwindigkeitstränke und sowas. Ja, genau, so EP-Trink kannst du auch machen. Ey, was macht ein Skelett in meinem Haus? Wer hat den reingelassen? Der hat bestimmt falschen Ausweis vorgezeigt bei Jackson. Der hat bestimmt schon gezeigt, dass er 18 ist. Ich weiß nicht genau, was für ein Ding das ist. Auf jeden Fall muss er halt Gläser machen, dann in so ein komisches Teil rein. Ja, so eine Feuerroute, Feuerpulver oder so ein Scheiß, kannst du daraus craften und dann kannst du so eine Art Getränkekacke machen. Da kannst du immer... Guck doch mal im Internet, ich will das nämlich jetzt machen. So ein Getränke-Ding. Ich will nicht wissen, wie man eine Feuerroute craftet oder wo man das herbekommt. Hm. Kannst du gerade mal gucken? Ja, ich guck gerade. Ich tu mal da ganz kurz alles rein, ey. Wie gesagt, wenn ich mal nicht recorde, tue ich alles sortieren. Oh, Leute, das war eine Aktion. Ich bin froh, dass ich hier gerade in der Küche bin mit meiner Miezekatze, Muschi. Mit meiner kleinen Muschi. Da unten sind auch noch zwei Muschis, also... wo sind meine Muschis hin? Hast du die geklaut? Was? Ich hatte drei Muschis, jetzt habe ich nur noch eine. Nö. Was ein Rotz. Ich dachte, die hauen nicht ab. Also jetzt habe ich nur noch eine Muschi hier. Die chillt in der Küche. Ich hatte drei Stück. Mann. So ein Rotz. Egal, ich mache ein paar Bücherregale, Leute. Ich wollte ja noch mein Schlafzimmerfernseher anbringen und so ein Scheiß. Ach ja, Bilder wollte ich auch. Ich wollte noch so viel machen. Das gibt's gar nicht. Diese Höhlentour, die war einfach brutal. Und zwar brauche ich Wolle, richtig. 11 Stück passt. Stacks brauche ich auch. Jawohl. Den Dispenser nehme ich mit. Du brauchst dafür 3 Cobblestone und diesen Goldstab irgendwie.